Hallo Leute, ja, wir sind hier auf der Suche nach Wasser, wir sind hier auf der Suche nach Algen und wir sind hier auf der Suche. Was mussten wir denn noch machen? Achso, nach hier Wasser, Algen und Essen, ne? Oder was war es? Genau, die drei Dinge brauchen wir. Der Mordrak hat natürlich ganz viel dazu geschrieben und unser größtes Problem sind halt Algen. Da müssen wir mal gucken, dass wir jetzt welche finden und die noch auf jeden Fall abbauen, damit wir wieder was haben. Diese 832 Kilo hat er, glaube ich, geschrieben. Sind dann vielleicht doch etwas zu wenig. Gut, nach dem Logo wollen wir mal schauen, wo welche sind, ne? So, dann das hier ist schon mal nix Alge. Da ist auch nix Alge. Das ist unser Restwasser momentan. Also da haben wir ein ganz großes Problem, weil hier haben wir schmutziges Wasser, das sauber werden muss, ne? Ach ja, den Sensor, den haben wir auch falsch gebaut, den müssen wir gleich auch noch anpacken, ne? Hier wäre Schleim. Hier hoch waren wir auch und hier oben gab es ja irgendwo Algen, aber hier ist wahrscheinlich die letzte Alge. Hier oben knallt es ganz gut. Wir sind schon ziemlich weit oben, ne? Okay. Gibt es hier Algen? Nee, ne? Na, höher will ich auch nicht mehr, weil da war ja schon ein Problem, ne? Warte mal, wenn wir das hier so angucken. Nee, das war es nicht. Was, wo war das Overlay? Mit den Sachen. Material-Overlay. Und jetzt müsste man nur noch wissen, was die Algen waren, ne? Das ist Ton, das wäre dann vielleicht nicht das Richtige. War es organisch, war es, ne? So, wir müssen da rüber. Da gibt es Algen. Hier gibt es überall Algen. Okay, das bedeutet, wir sollten jetzt mehr hier anfangen, Algen zu kriegen. Wo ist jetzt hier Keimoverlay? Hier sind auch keine Keime. Das heißt, wir graben mal schnell das da aus. Das ausgraben. Das ausgraben, das ausgraben, das ausgraben. Ist das auch eine Alge? Ja. Ist da auch noch eine Alge? Ja. So, die Treppe geht ja schon ein ganzes Stück runter. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Der nächste kommt auch. Wo geht der? Hier unten Treppe weiterbauen? Geliefert Sandstein. Treppe wieder ein Stück mehr. Und jetzt noch einen Schritt und dann hätten wir das Wasser abgelassen, ne? So, jetzt noch mal schnell auf Material. Hier oben haben wir auch gesagt abbauen, ne? Ja, da ist noch Alge, aber da gehe ich jetzt nicht dran, ne? Da ist noch Alge. Das Wasser war ja schon weg, ist auch aufgewischt. Da können wir dann auch noch hin. Die müssten dann da ja auch wieder hinkommen, ne? Hier können wir auch noch, glaube ich, was abbauen. Und der Rest ergibt sich später erstmal. Die Alge hat man von. Oh, hier ist ein großes Feld Algen. Gucken wir mal gerade, wie es da drumherum aussieht. Mit nix. Das heißt, hier können wir sehr gut dran ergehen, ne? Dann würde ich jetzt mal sagen, graben wir hier einen Tunnel nach da. Der kann auch noch ein bisschen mehr nach da, sehe ich gerade. Bis nach da. Und dort müssten wir dann ganz schnell hier runter. Können wir bis da unten graben. Und dann graben wir hier wunderbar dieses leer, das weg. Da können wir so weit noch. Das würde auch noch gehen. Und den Rest müssen wir dann später machen, wenn das weg ist, damit sie da nicht runterfallen oder sowas, ne? Das sieht doch erstmal gut aus, dieses Feld hier. Das sind doch mehrere Kilo, die wir haben. Aber Dralo meinte, 5 Kilo muss man schon haben. Davor ist, danach, darunter ist Panik. Panik. Wie haben wir denn aktuell? Oh, 538 nur noch. Gut. Oh, da unten ist Wasser. Das gehört da nicht hin. Aufwischen.
Okay, hier sieht es irgendwie komisch aus, als ob da was nicht passt, ne? Da muss doch ein Ziegel hier hin, oder? Und da bestimmt auch. Das haben wir weggemacht wegen denen da, ne? Oh Mann, das ist auch hier so eine Sache, die ich nicht hinkriegen werde, ne? Warte mal, wir müssten jetzt hier. Warte, das kriegen wir doch noch hin. Hier müssen wir zumachen. Das hatten wir, glaube ich, so. Und wenn das zu ist, müssen wir neu arbeiten, dass wir hier hinkommen. Und dann müssen wir den ausgraben, glaube ich, damit die Pflanze weg ist. So war das, glaube ich. Hier gibt es Wasser. Man sieht, wie schnell sie das Wasser holen. Da ist auch noch Wasser. Da ist hier was getaut wahrscheinlich oder so. Okay, der Durchbruch ist da, das haut ab, das ist schon mal gut. Da gibt es verschmutzten Sauerstoff natürlich, ne? So, jetzt können wir gerade noch mal nach Algen gucken. 506 sind es nur noch. Overlay an. Das ist Schleim, aber das ist noch eine Alge. Das wischt mal alles auf. Ja. Das machen wir erstmal so. So, und dann können wir hier auf Dauer, hat man ja gesagt, müssen wir doch eine Leiter runter machen, damit wir da unten was hinbauen können, ne? Und das schmutzige Wasser wollten wir ja dann sauber kriegen. Klappt das hier mit dem Graben? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir sollten mal gerade die Prio auf Alge setzen. So, dann können die da ein paar Algen holen auf jeden Fall. So. Das Wasser müssen wir aber irgendwie kriegen, ne? Das wird auch nicht so leicht wieder sein. Hier oben stellen wir dann Dingens hin. So ein, sag schon, Filter. Pumpe muss da unten rein. So. Dann müssen wir einen Veredler haben, war das, glaube ich, oder? Flüssigkeitsfilter. Den wollten wir hier, glaube ich, hinstellen, oder? Oh, da haben wir schon gereizte Lunge, ne? So ein Shit. So, aufgewischt haben wir dann schon mal, ne? Essenszeit, alles klar. Aber einer geht noch hoch. Die Rutschestange müsste jetzt mal hier länger werden, ne? Und da fehlt sogar noch ein Stück. Ah, hier ist schon fertig. Warte mal, dann müssen wir da. Ne, das war falsch. Das müssen wir mal gerade zerlegen. Und den müssen wir ausgraben noch. Eigentlich müssten wir das jetzt schneller machen wie das andere. Warte, dann setzen wir die Prio da gerade hoch. Für die. Dann könnte er vielleicht dahin. Und dann können wir graben da machen. Die Prio auch noch mal bitte hoch. Vielleicht klappt das dann. Der Dragglet, der läuft da noch lang. Ja, jetzt der Sensor noch. Der kann zerlegt werden, hat Mordrak geschrieben. Der auch zerlegen, weil der falsche das ist. Und dann brauchen wir einen Sensor. Hydrogen. Hydrosensor. Sendet ein grünes Signal oder rotes Signal, wenn der Flüssigkeitsdruck im ausgewählten Bereich ist. Also muss der dahin. Ja, da geht natürlich jetzt nicht. Zack, bitte auch schnell abbauen. So, Algen, 257 Kilo nur noch.
Prio haben wir hochgesetzt, passiert aber nichts, ne? Ist noch nichts von abgebaut. Ah, da ist abgebaut. Aufräumen. Aufräumen. Okay, da kommt bestimmt ein Hilfspaket mit Algen, oder? Gucken wir mal gerade rein. Goldamalgam. Finger, Hut, Schilf, Samen. Ne, ich glaube, wir nehmen das Goldamalgam. Das war wegen Hitzebeständigkeit, glaube ich, sehr gut, ne? Was anderes. Ja, ich glaube, das war das. Und Schilf brauchen wir jetzt auch nicht. Sehr gut. Und dieser Sensor ist immer noch nicht abgerissen, obwohl er schon auf Prio 8 ist, ne? Hier hatten wir auch was gemacht. Warte mal, da können wir aufwischen. Oder macht das überhaupt Sinn aufzuwischen? Eigentlich könnte das da erstmal so bleiben. Aha, da ist schon wieder was hingefallen. Der Schleim. Hier wird Schleim produziert, oder? Der läuft zurzeit auch. Ah, jetzt wird hier endlich was gemacht. So, dann nochmal auf den Sensor. Und der Hydrogen muss dahin, sobald das kaputt ist. Und die brauchen aber lange, ne? Ist der für Wasser oder wofür ist der? Automatisierungsausgang, Flüssigkeitsdruckdekoration. Also der weiß ich jetzt nicht, ob der das ist. Es erscheint mir so, als ob der an der Leitung ist, oder nicht? Wir können den ja trotzdem mal bauen. Obwohl das, ja, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall müssen die Kabel da oben verbunden auch werden. Und den müssen wir dann mal auch gerade auf 8 setzen. Damit das klappt, oder? Und dann müssen wir den noch natürlich noch einstellen, ne? Okay, wird schon was hintransportiert und es wird nicht gebaut. Klappt das oder klappt das nicht? Das ist hier die Frage, ne? Hier ist zu wenig Wasser auf jeden Fall drin. Da kommt wieder jemand. Baut aber nicht, schade. Hier haben wir schon das ein bisschen zu direkt zusammengedrückt, ne? Den brechen wir mal ab. Und den müssen wir ausbuddeln. Baut da noch einer mal gerade einen Sensor, damit ich sehe, wie es funktioniert. Ja, sehr gut. Hoffentlich baut er den auch fertig, ne? So lange wie das dauert. Hat er schon Sauerstoffprobleme? Ich weiß nicht, wie er funktioniert und ob er funktioniert. Jetzt ist schon offen da oben. Ich hätte auch da unten drunter machen können. So, okay. 2 Kilogramm Wasser. Die Pumpe funktioniert jetzt aber schon. Lass uns mal gerade gucken, wie viel Wasser da ist. Stopp, da ist es. 20. Okay. Dann lass uns mal 20 Kilogramm Wasser rein. Dann funktioniert nämlich noch die Pumpe, oder? Und dann holen sie da Wasser, hoffe ich.
Oder der wird gerade sogar desinfiziert. Sehr schön. Ich glaube, das könnte jetzt vielleicht funktionieren. Dann hätten wir das Wasserproblem vielleicht ein bisschen gelöst. Wie lange ist dann nur die Frage? Wie sieht das hier oben aus? Okay, da sind sie auch kräftig am Arbeiten. Die Rutschestange ist schon ein Stück weiter gemacht. Okay. Wie viel? Oh, wir haben 942 Kilo Algen. Wir haben ein paar mehr wie vorher. Wo ist das andere Algenfeld? Hier, da ist noch nichts passiert. Hier hat man doch auch irgendwo was gemacht, ne? Mit dem. Wo war denn das? Hier war das. Aha, jetzt ist das da raus. So, jetzt lass uns schnell mal gucken, dass wir da einen Ziegel hinbauen. Mal gucken, ob das wert. Dann haben wir das geschafft. Danach können wir dann das freischaufeln. Warte mal, das können wir schon freischaufeln. Weil dann kann der weiter und kann das da auch entwurzeln. Gut, Essen ist 52.000, das ist ja gut. Wie fühlt er sich denn hier so? Unerreichbar, Stimmung glücklich, gepflegt, zahm, untätig. Und er hier ist untätig, zahm, gepflegt, Stimmung glücklich. Dann ist doch alles prima, oder? Da fällt auch wieder was runter von Schleim. Hier liegen noch ein paar Kompakt-Pufflet-Eier. Hier funktioniert es auch gerade mit dem Wasser wieder so, ne, oder? Hat Wasser geholt, das ist sehr gut. Also wir sind nicht ganz am Wasserproblem, das wird jetzt besser. Und hier unten hat man hier nicht eine Pumpe für Öl schon irgendwie so gemacht? Vertue ich mich? Weiß ich nicht. Und wofür war der? Auch eine gute Frage. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt eine Erdölfarm. Und das hier ist schon erledigt, ne? Da war mal Eis drin zum Auftauen, glaub, oder? Naja. Gut. So, aber hier kommt jetzt gerade kein Wasser an. Lass uns mal nach Sanitärgrad gehen und gucken, warum da kein Wasser kommt. Okay, jetzt kommt doch Wasser. Verstehe, wer will, warum jetzt hier offen ist, aber es nichts rauskommt. Warum kommt da jetzt nichts raus? Ah, weil vielleicht kein Strom da ist. Wo kommt es weg? Hier weg. Der hat doch schmutziges Wasser, oder? Warum filtert der denn nicht? Geht das durch die Farm nicht durch? Jetzt hat es wieder mal gerade funktioniert. Normal geht das doch zu, oder? Aber erstmal ist nicht schlimm, weil die Pumpe ist noch nicht mit dem Signal. Gut. Das kriege ich hier sowieso nicht hin. Weil ich müsste den von hier oben so schräg abbauen, aber das klappt ja nicht. Den mit der Pumpe wird immer schwieriger. Erstmal gut. Das hat geklappt soweit. Ah, wir müssten jetzt hier auf jeden Fall von da dran graben. Und dann können wir den da ausgraben, ne? Weil dann können wir den auch schon aktivieren. Dann müsste das da ja auch funktionieren, so wie wir uns das vorstellen, ne? Was war hier noch zu entforschen? Wassergeysir. Ah, da ist unser Wasser. Aber das ist zu heiß nachher. Verschmutzter Sauerstoff ist hier, der dann orange wird. Also die sind glücklich mit Essen und so weiter und so fort, ne? Hier wird produziert. Ja, hier ist jetzt Wasser genug zum Holen dann. Das sollte nicht das Problem sein. Schmutziges Wasser können sie auch hier rauslassen. Das ist auch noch alles gut. Okay, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut.
Wir haben jetzt gerade aktuell nur noch 665 Kilo Algen, also wir sind wieder mit weniger unterwegs. Kurz nochmal hier oben geschaut. Das hier ist alles abgebaut worden. Das auch. Das heißt, lass uns schnell noch ein paar Algen hier abbauen, wenn es geht. Da müssten sie hinkommen. Wenn ich da aufmache, habe ich aber das da. Ich weiß aber nicht, was da für eine Luft drin ist. Das müsste auch gehen vielleicht. Hier muss ich eine Leiter haben, damit sie runterkommen dann. Den Schleim kann ich natürlich auch zum Produzieren nehmen, ne? Also das ist schon angewählt. Mach den noch auf. Und den können wir auch noch holen. Oh, ist sogar schon fertig hier. Ja, aber da haben wir jetzt noch nichts zu machen. Gut, ich glaube, wir ziehen mal die Leiter ein Stück runter, dann kommen wir da auch später dran. Ne? Grab das nochmal auch noch weg. Ich glaube, hier können sie rüberhüppen. Aufräumen. 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 Das haben wir, das haben wir. Hier ist auch noch eine Alge, ne? Jetzt habe ich die Alge erwischt. Auch aufräumen. Passt erstmal. Gut. Was macht hier der eine Stand, wo ich hier war? Okay, das hat schon geklappt mit dem Bauen. Das heißt, wir können hier aufmachen und da aufmachen. Gut. Machen wir mal jetzt einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.